selbstgebeizter Gravidlachs und dazu eine Senfdillsoße. Oh, ist das lecker. Das Wichtigste für unser Gravidlachs-Rezept ist natürlich der Lachs. Ich habe jetzt hier im Prinzip ein Viertel Lachs, die letzte Hälfte einer Seite. Außerdem brauchen wir noch Unmengen an frischem Dill. Ich habe hier 150 Gramm Salz, 150 Gramm Zucker, eine Zitrone und frisch gemahlenen Pfeffer. Das war es schon. Unseren Dill, den schneiden wir jetzt einfach nur klein und zwar mit den Stielen. So, schaut mal, was ihr schon wieder nicht könnt, ist das, was wir hier haben. Wir haben ein unglaubliches Dill-Aroma hier. Und jetzt geben wir den Dill auf unsere Salz-Zucker-Mischung. Auf unseren Dill geben wir jetzt auch noch abgeriebene Zeste einer Zitrone. Schaut mal. Und was da jetzt noch fehlt, ist frisch gemahlener Pfeffer. Und zwar reichlich. Ja, ist ordentlich, würde ich sagen. So, es gibt Rezepte, wo man jetzt hier noch einen Aquavit mit hineingibt, um so ein bisschen norwegisch zu bleiben. Ich halte das nicht für notwendig. Jetzt wird das Ganze vermischt. So, jetzt kommt hier unten erstmal was von unserer Beize hinein. Schön verteilen. Und beim Lachs, das muss ich euch noch mal ganz kurz zeigen, das habe ich vergessen zu erwähnen. Der ist zwar super sauber, aber was ihr nie vergessen solltet, hier sind ja noch diese kleinen Gräten, die anderen habe ich alle gezogen und die habe ich extra drinnen gelassen. Die kann man mit der Pinzette so herausziehen. Und das fühlt man, jetzt sind, hier habe ich auch noch was vergessen, umso besser zum Zeigen, anfassen und so rausziehen. Und man spürt sie und wenn dann nichts mehr ist, dann ist alles in Ordnung. Und den Lachs, den legen wir jetzt mit der Hautseite nach oben auf unsere Beize, so. Und da geben wir jetzt die restliche Beize oben drauf und verteilen auch diese hier gleichmäßig, so dass der Lachs überall gleichmäßig bedeckt ist. Er hat praktisch jetzt von unten die Würze und aber auch von oben. Wir geben jetzt hier ein Brett oben drauf, drücken das Ganze fest, da kommt jetzt noch ein Gewicht drauf und wir lassen diesen Topf mit der Beize wenigstens 3 Tage im Kühlschrank stehen. Und dann schauen wir mal wieder hinein. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. 5 Tage liegt der Lachs jetzt in Salz-Zucker-Dill-Mischung. Und den wollen wir da jetzt mal herausholen. So, wir haben ihn nicht ein einziges Mal mehr angefasst. Er stand nur im Kühlschrank bei 4 Grad. Jetzt wollen wir mal gucken. Aha, ich sehe jetzt schon etwas, was sich deutlich verändert hat, Carmen. Boah, was ist da passiert? Das war ja ganz trocken, ne? Das war, natürlich war das komplett trocken. Und alles, was du da jetzt siehst... Oh, das riecht aber gut. Das ist die Flüssigkeit, praktisch die, ja, das Wasser aus dem Lachs herausgezogen. Wow. So, jetzt wollen wir ihn mal befreien. Wir nehmen jetzt mal unseren Dill hier so runter. Das sieht ja echt cool aus, wie du das... Und hör mal. Wie fest er geworden ist, ist ja ganz klar, wenn aus dem Fischfleisch durch Salz und Zucker das Wasser herausgezogen wird, wird das, was da drinnen liegt, natürlich automatisch fest. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da mal rankommen, ohne dass wir ihn jetzt kaputt machen. Ich möchte ihn mal so vorsichtig anheben. So, schwer ist er. Schau mal. Dann kratzen wir das jetzt auch ein bisschen runter. Das sieht ja gut aus. Der ist auch dunkler geworden, ne? Ja, klar. Ist ja jetzt praktisch salzgar. Jetzt nehmen wir den mal raus und gleich auf unser Schneidebrett. Und diesen wunderbaren Fond, der sich jetzt hier gebildet hat, der kommt jetzt in unsere Senf-Dill-Soße. Für unsere Honig-Senf-Soße brauchen wir natürlich Honig. Wir haben hier besten Imkerhonig, da hat Carmen, glaube ich, 6 Esslöffel. Carmen, stimmt das? Ja, es kommt hin. 6 Esslöffel bester Honig. Dann haben wir hier einen körnigen Senf, den Saft einer halben Zitrone und nochmal frischen Dill. Das Ganze ist ja eine Honig-Senf-Soße, deswegen ist die Senfgeschichte jetzt nicht zu vernachlässigen. Ich gebe jetzt auf meine 6 Esslöffel Honig 3 Teelöffel Senf. Meinen Dill schneide ich jetzt ganz fein. Weil Dill wird ja eigentlich nie gehackt, der wird immer geschnitten.
Und den Dill geben wir jetzt auch noch mit dazu. Die ganzen Zutaten hier, die werden jetzt nur noch verrührt. Honig, Senf, ein bisschen was von der Beize, damit das Ganze nicht so dick ist. Frischer Dill, ein bisschen Pfeffer. Salz ist nicht nötig, weil das habt ihr aus der Beize. Wenn wir den Lachs jetzt aufschneiden, gibt es verschiedene Varianten. Ich versuche das Messer sehr flach aufzusetzen in so einem Winkel und den ziehe ich durch. Und wir haben hier unten noch die Haut dran und die wird jetzt gleich uns wahnsinnig helfen. Das Einzige, was dabei so ein bisschen schade ist, dass dieses Anfangsstück, das ist sehr, sehr fest. Deswegen nehme ich die erste Scheibe immer weg und dann fange ich an, den Lachs wirklich ganz, ganz dünn und sehr schräge liegend aufzuschneiden. Das Messer immer im selben Winkel bis runter auf die Haut. Der Anfang ist noch relativ schwierig, das wird aber jetzt gleich immer besser. Ach, sieht aber wirklich echt fantastisch aus. So, schaut mal. Und wenn man jetzt hier die dünnen Scheiben hat und wenn Carmen da einmal rüberfilmt über die dünnen Scheiben, dann sieht man auch, wie gar er ist und wie er leuchtet. Und je weiter ihr nach hinten kommt, immer denselben Winkel behalten, desto einfacher wird es auch. Und ihr seht, die Haut bleibt unten liegen und wir haben ein ganz, ganz tolles Ergebnis. Carmen, weißt du, was wir vergessen haben? Na? Wir haben vergessen zu probieren. Sag was. Ich glaube, in Norwegen würden sie mich jetzt nicht unbedingt nach Hause schicken. Das sind doch schon zwei gute Portionen, die wir da haben. Für uns heute Abend, ne? Für uns heute Abend. Bei uns gibt es da Pellkartoffeln mit Sauerkirschen zu. Genau. Und natürlich die Senf-Dill-Soße. Ja, natürlich. Die ist ja richtig lecker. Ist es nicht schön, dieses kleine Rezept? Und wenn es so aussieht wie dieses, finde ich, haben die Kamerafrau Carmen und ich einen Daumen nach oben verdient. Ja. Wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, der möge auf den Knopf drücken. Es kostet ja keinen Pfennig. Und was ihr wirklich nicht vergessen dürft, ist, wir haben euch lieb. Tschüss, ihr Lieben.